Lange haben sich die Kinder darauf gefreut. Am Montagnachmittag war es dann endlich soweit. Der Kinderliederstar Volker Rosin stimmte viele hundert Kinder mit seinen Liedern auf die Weihnachtszeit ein. 24 Türchen heißt sein Weihnachtsprogramm, in dem Volker Rosin altbekannte, aber auch zahlreiche eigene Weihnachtslieder für die Kinder zum Besten gab. Denn das Weihnachtsfest ist auch für den Kinderliederstar etwas ganz Besonderes. Ja, also Weihnachten finde ich schon etwas ganz Besonderes für mich, weil gerade zur Weihnachtszeit eine ganz besondere Stimmung im Saal ist. Es ist ein bestimmter Zauber einfach. Und mir persönlich macht es natürlich sehr viel Spaß, die Weihnachtslieder zu singen. Gerade in den Konzerten muss ich dann nicht die Hits singen, sage ich mal. Was heißt muss? Aber wenn man das ganze Jahr über das Singen der Känguru singt, der Gorilla mit der Sonnenbrille und Lollipop, Okidoki, Tanzalarm und jedes Mal auf der Bühne, da freut man sich natürlich, wenn man zur Weihnachtszeit einfach auch mal andere Themen anschneiden kann und vielleicht im Zugabe Teil dann mal das Single der Känguru bringt. Doch bevor sich die Saarbrücker Kongresshalle mit erwartungsfrohen Kindern füllte, standen noch zahlreiche Aufbauarbeiten an. Kameras einrichten, Kabel verlegen, Licht setzen, Ton checken. Denn für alle die, die das grandiose Volker Rosin Weihnachtskonzert verpasst haben, gibt es ab Donnerstagabend eine Sondersendung der Kinderliedershow auf SaarTV. Und wem das auch noch nicht reicht, eine DVD des Konzertes in Saarbrücken wird auch bald erhältlich sein. Denn wer das Weihnachtsliederkonzert nicht besuchte, hat wirklich etwas verpasst. Die Vorfreude der Kinder war jedenfalls riesig. Hast du ein Lieblingsweihnachtslied? Ja. Kannst du das mal vorsingen? Ja, der Advent, ja, der Advent, ja, der Advent ist eine wunderschöne Zeit. Was habe ich als Lied gefunden? Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, so grün sind deine Blätter. Ich bin gespannt, was für Lieder du mache. Kennst du den Volker Rosin? Ja. Hast du ein Lieblingslied vom Volker? 24 Türchen. Was erhofft ihr euch denn von dem Konzert jetzt gleich? Dass es spannend ist und dass das einfach schön ist. Und ihre Vorfreude wurde auch belohnt. Volker Rosin verzauberte die Kleinen 75 Minuten lang. Ermöglicht haben das auch die SHG-Kliniken. Denn Musik erfreut nicht nur alle Kinderherzen, sie kann auch heilen helfen. Musik hat eine sicherlich positive Wirkung auf jeden Menschen, in besonderem Maße auf Kinder. Kinder sind sehr einfühlsamer und auch sehr empfindsamer als wir Erwachsene. Und kranke Kinder in einem besonderen Maße. Es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass Musik eine den Heilungsverlauf fördernde Wirkung hat. Weihnachtslieder zum Mittanzen und Mitsingen. Die Kleinen waren begeistert. Und so fällt es auch Volker Rosin nicht schwer, sich immer wieder etwas Neues für sein Publikum einfallen zu lassen. Ja, ich denke, Weihnachten ist ja ein Fest der Liebe, ein Fest der Freude. Aber Weihnachten lebt von den Themen wie Nikolaus, wie Weihnachtsmann natürlich, von winterlichen Themen wie Schnee. Da gibt es bei mir eben die Schneefrau oder die Schneeflocken, die hüpfen, ein Weihnachtsmann, Mambo. Viele Ideen kommen da von den Kindern auch, mit denen ich mich unterhalte, mit denen ich spiele. Da kommt sehr viel, aber auch, ja, manches kommt einfach so angeflogen. Vielleicht so wie der Weihnachtsmann mit dem Schlitten angeflogen kommt, so kommt es bei mir manchmal auch angeflogen. Mit dem Kinderlieder-Weihnachtskonzert haben sich SaarTV und Volker Rosin also etwas ganz Besonderes für den Nikolaus einfallen lassen. Und das Warten auf den Weihnachtsmann konnten wir also so ganz besonders versüßen.